Sperren am Anfang. Einmal bitte absperren. Und Ruhe bitte, wir drehen. Ja, ich bin David Koch. Ich plane seit einiger Zeit diesen Film, schon mehrere Jahre. Ich habe schon zwei Kurzfilme gemacht, die nie rausgekommen sind und war also nicht erwähnenswert. Und mit dem Basisteam, also Josa, Melita, Angelika, Simon, jetzt vergesse ich mit Sicherheit jemanden, aber egal, Clemens, haben wir schon einen ganz kurzen 3 Minuten gemacht, der auch schon von der Filmbewertungsstelle bewertet wurde. Ich bin Master of Disaster, sprich, ich bin erster Regieassistent, aber eigentlich irgendwie immer Mädchen für alles. Also, ich habe mich halt um die Planung gekümmert, ich habe ein bisschen mitproduziert, ich scheuche euch. Und da kommt Josa mit so einem Set. Das ist Josa, der da an der Kamera steht. Ich bin das Schätzchen. Ich bin dafür da, dekorativ im Weg zu stehen. Möglichst dekorativ. Ich weiß, ich habe heute versagt, meine Haare sind nicht so perfekt gestylt, aber gut, deswegen habe ich gesagt, dann mache ich nebenbei halt auch noch ein bisschen Ton dann. Ja. Furchtbar, ist scharf, ja, ne? Warte. Soll ich was ausziehen? Du sagst, das wäre nicht die Making Love Kamera, ja? Ich mache die Tonaufzeichnung. Recorder, den ich jetzt ins Auto gestellt habe, damit wir keine Probleme mit der Funkübertragung haben, weil so ein Auto halt schon ziemlich gut abschirmt. Und muss halt immer schauen, dass wir einen sauberen Ton drauf haben, dass wir die Dialoge sauber drauf haben, dass wir zwischendurch auch noch ein bisschen Atmung mitnehmen, ein bisschen Nottöne. Jetzt haben wir das hinbekommen, dank vieler freundlicher Sponsoren, unter anderem hier Tupac. Wir sind hier am Arsch der Welt, an der Halle Tupac, die uns die Location zur Verfügung gestellt haben, um nachher den Innendreh zu machen. Und ansonsten ist das jetzt erstmal nur unser Treffen. Also wirklich am Arsch der Welt. Ich glaube, es heißt Rhein-Kassel. Ich wusste nicht mal, dass das in Köln ist. Aber verrat's keinem. Und worum soll es in deinem Film gehen? Da geht es um eine unmögliche Liebe. Wir wissen nicht, was zwischen den beiden steht und das erfahren wir erst ganz am Ende. Ich habe an der Schauspielschule eine Szene gespielt mit der Thematik und war da ziemlich sicher, dass das zwar, ja gut, ich kann die Rolle füllen, wenn ich halt mir das so vorstelle, aber eigentlich ist das ja alles vollkommen falsch und böse und das darf es eigentlich nicht geben und so. Und die Dozentin in dieser Szene hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, warum eigentlich? Und das hat mich dann halt dazu gebracht, da mal intensiver drüber nachzudenken, im Sinne von, ja, humanistischen Grundsätzen und was für Maßstäbe setzt man an, vor allen Dingen, wenn man konsequent wäre, was hätte das für Konsequenzen wiederum für andere und so weiter und so fort. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich halt eine gewisse Vorprägung hatte oder voreingenommen war, ohne dass es besonders fundiert war. Also ich hatte einen Aspekt, einen menschlichen Aspekt einfach immer abgestempelt, ohne das zu hinterfragen, warum ich das abstempel. Und deswegen habe ich halt also mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ein Kurzfilm dafür sehr gut ist, weil man halt diese retrospektive Geschichte reinbringen kann. Also wir sehen einfach zwei Menschen und am Ende wissen wir, was ist das Problem. Und das soll halt genau diese Fragen aufwerfen, ohne jetzt da in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ja, ich bin heute Annabelle. Der David hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich da Lust auf ein Projektteam hätte. Das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich dachte, wow, die ist wirklich ganz anders. Das ist, glaube ich, eine ziemlich taffe Businessfrau. Sehr gesetzt irgendwie, das ist alles ein bisschen Maske. Annabelle hat ein... Das musst du auch genauso reinschneiden. Das ist ein ziemlich wichtiger Teil von ihr ist. Und was soll ich sagen, also das Drehbuch, ich habe es gelesen und mich total geflasht. Zumindest, weil das Ding ist, wenn ich mir ungefähr so vor 3 Wochen nicht nur das Bild. Ich kann auch intensiv Gedanken gemacht über meine Rolle. Wir haben gar nicht viel Text und es wird, glaube ich, sehr viel über Blicke und über
Körpersprache, über ganz viel Hintergrund natürlich auch passieren. Und dieser, also alles, was eben in der Geschichte vorher passiert ist, ist für das Drehbuch ganz, ganz wichtig. Also was man jetzt nicht so offensichtlich sieht, sondern was halt die beiden schon ihr ganzes Leben lang begleitet hat. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen, ihn tatsächlich zu transportieren. Nochmal, die gleiche Nummer nochmal. Und wir hatten die Nummer 4. Kennst du genau. Das, das war schon sehr schön, das machen wir nochmal. Genau. Die ist ziemlich gut, die Tasche. Ist gut, ne? Die ist auch schon sehr alt. Meine Schwester noch immer schon gehabt. Wir lassen die Tasche auf, weil dann kann er nachher morgen nur so machen. Ja, das ist perfekt. Irgendwie reagiere ich durch dieses Drehbuch auf das. Das musst du auch genauso reinschneiden. Zum Leichenekel. Schal soll hier drin sein. Nein, natürlich nicht. Was ist denn da noch drin? Ein Schal. Das ist nur Füllmaterial. Wo ist jetzt mein Schal eigentlich? Das frage ich mich jetzt gerade auch. Du hattest den doch eben noch in der Hand. Mhm. Hä? Was geht denn jetzt hier ab? Ich bin Tine. Den David kenne ich von der Theaterakademie. Wir haben vor 10 Jahren schon mal zusammen gedreht. Das war schön. Und jetzt bin ich zufällig wieder da und da hat er gefragt, ob ich nicht Zeit und Lust habe. Und hier stehe ich jetzt rum. Und seit 2 Minuten bin ich jetzt Z-Fotografin. Das ist aber neu. Wären wir so ausgestattet gewesen. Ne? Der, du bist irgendwie aus dem Fenster gehangen mit Kamera, ne? Ja, das war wunderschön. Eines meiner schönsten Erlebnisse bis heute. Wir haben festgestellt, dass das 10 Jahre her ist, dass wir einen Kurzfilm zusammen gemacht haben. Mit Tina an der Kamera. Mit der Mandy. Die Mandy, die gibt es auch noch. Das waren Zeiten. Das heißt, ihr startet mal euer zweites gemeinsames Jahrzehnt. Wir machen das jetzt alle 10 Jahre, haben wir uns überlegt. Ja. Und es muss aus einem Fahnenauto geschossen werden. Ja, sonst, also darunter fangen wir gar nicht erst an. Also zu einer großen. Ich bin Antonia, ich mache bei dem Film Whenever die Ausstattung, die Requisite, soll ich überhaupt da reingucken? Ist gut. Die Ausstattung, die Requisite, Maske und Kostüm, obwohl die Maske die Schauspielerin Gott sei Dank auch selber gemacht hat, weil die Zeit uns davon lief. Und ja, das war eine ganz schöne Herausforderung, die ganzen Sachen für den Bauwagen vor allen Dingen zu besorgen, wo der David natürlich viel von organisiert hat. Wir mussten leeren Bauwagen so aussehen lassen, dass es aussieht, als hätte da jemand jahrelang gewerkelt und wäre auch jahrelang nicht mehr da gewesen, also alles ein bisschen dreckig, verstaubt. Das hat mir super viel Spaß gemacht, das einzurichten. Oh, 2004 und 2005 war Barbie nicht mit Ken, sondern mit einem Banker namens Klain zusammen, einem Surfer namens Blaine oder einem Cowboy namens Wayne zusammen. Was für eine Schlampe, die hat Ken betrogen. Ist das Blaine? Klain, Blaine oder Wayne? Oh mein Gott. Klain. Blaine. Also, was waren zu der Zeit gerade so in? Ja. Also ein Banker oder Banker steht hier, ein Surfer oder Cowboy ist. Ein Banker, das war ein Obdachloser, der auf einer Bank wohnt. Surfer ist typisch Klischee. Ja, ich sag Surfer. Aber ich glaube, ein Surfer hatte sie schon mal, ehrlich gesagt. Was ist denn das für ein Flittchen? Der hatte echtes Haar, oder? Der war so sexy. Oh. Ja, ich bin auf Hauptberuf nicht Frau. Ich habe ja keine Angst vor Höhe, das macht mir das gar nichts nicht. Also die Geschwindigkeit ist ja auch sehr, sehr krass bei dem Gerät. Ich habe hier noch gar nichts hoch und runter gemacht. Nee, müssen wir noch. Ich bin das gewohnt. Ne? So, oder du lässt es halt. Das sah schon so eingerichtet aus. Antonia? Ja? Siehst du? Lass mich mal runter. Ja? Kennst du die beiden Herfälle? Ich komme gleich und guck mir nochmal das. Vielleicht ein Typ im Anzug. Also du sagst Surfer? Du sagst? Ich glaube Surfer. Surfer, sagst du? Surfer. Ich nehme den Clay, den Banker. Oh, Surfer, tatsächlich. Also ich bin Claudia. Ich spiele die Rolle der Mutter, Christa. Und ich renne jetzt hier, weil es so kalt ist, um mich ein bisschen aufzuwärmen. Und David kenne ich eigentlich gar nicht, aber er kannte mich von irgendwoher. Und er suchte jemanden, glaube ich, der so ein bisschen ein rothaariger Typ ist. Ich war ja mal ganz rothaarig, jetzt bin ich schon ein bisschen grauhaarig. Ja, und wir kennen uns über die Theaterakademie. Und ich glaube, so ist es zustande gekommen. Ich mache keine Werbung.
keine Werbung und nicht über, über. Doch, ich mache natürlich Werbung für Cape Cross, Kameraverleih Ludwig, Kameraausstattung Cape Cross. Cape Cross? Hast du schon Kameraverleih Ludwig gesagt? Habe ich schon. Wie hieß der Kameraverleih? Wie hieß der Kameraverleih? Ludwig. Und natürlich Cape Cross. Cape Cross, ne? Das ist auch ein Verleih. Also muss schon sagen, wir haben. Das Problem ist, das ist eigentlich, glaube ich, eine Show-Event-Ausstattung. Ich weiß es gar nicht genau. Aber Cape Cross. Ich bin René Harsch, komme von der Filmtierschule Harsch aus Brandenburg. Heute bin ich mit einem Fuchs hier. Und Füchse sind ganz, ganz schwierige Tiere. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, ob das alles heute so klappt, wie es geplant ist. Wenn man einen Fuchs zahmen bekommen möchte, dann muss man so ein Tier natürlich mit der Hand aufziehen, an sich gewöhnen. Und wenn man mit so einem Tier dann natürlich langfristig was beim Film machen will, muss man den an fremde Umgebung gewöhnen oder auch an fremde Menschen. Und das heißt, dass man immer wieder mit dem Tier irgendwo hinfährt und den verschiedene Sachen zeigt. Aber was natürlich auch ganz entscheidend ist bei solchen Tieren oder eigentlich auch bei allen Tieren, ist die Charakterfrage. Die muss schon passen. Über Menschen, nicht jeder Mensch ist als Schauspieler geboren und so ist es auch bei Tieren. Jeder hat da seinen eigenen Charakter und den kann man nicht auf den Kopf stellen, den Charakter. Die Foxy ist ein Weibchen und ist gerade jetzt aus der Paarungszeit raus. Die Ranzzeit heißt es bei den Füchsen, ist immer so im Januar, Februar und die ist jetzt gerade vorbei. Und das riecht man bei denen auch ein bisschen, weil immer um die Jahreszeit haben die immer einen sehr strengen Geruch, die Füchse. Das riecht man jetzt so ein bisschen, aber es kommt ja in der Kamera nicht rüber. Ich habe mich, wenn ich Making-ofs von großen Kinoproduktionen sehe, dann wundere ich mich immer, wie ungepflegt die Regisseure aussehen. Die haben halt keine Zeit für Körperpflege. Ja, und jetzt habe ich letztens mal ins Spiegel geguckt oder die Fotos, die Tine gemacht hat von dem Fuchs. Der Fuchs sah aus, als würde er weniger riechen als ich. Ich habe mich eingeschlichen. Ich habe gehört, hier gibt es was zu essen. Stimmt das nicht? Bisher nicht. Tja, schade. Dann gehe ich wieder. Was wirst du heute bei dem Film machen? Ja, ursprünglich war ich für visuelle Effekte eingeplant. Die sind dann aber eigentlich so weit oder fast alle rausgestrichen worden. Und jetzt mache ich im Wesentlichen Datenmanagement. Ja, wir bereiten die erste Einstellung vor. Gucken jetzt noch, dass der Monitor hier läuft. Schauspieler vielleicht noch vom Pinkeln zurückkommen und dann geht's los. Übrigens, mein Verlobter kommt nächste Woche. Das wäre ja zwar ein... Aber es wäre ja immerhin eine Erlösung. Jetzt habe ich... Das musst du auch genauso reinschneiden. Ich habe ins Making-of gesagt, jetzt wissen alle schon, was passiert. Also wir richten gerade die Ankunftsszene am Elternhaus ein. Wie man sieht, das ist ja schon ein bisschen dunkler, aber ja, wir sind beim Film. Wir haben natürlich Licht aufgebaut und im Moment wird dort vorne geprobt, während hier immer mehr Schaulustige aufkreuzen und sich natürlich die Dreharbeiten angucken. Das heißt, es geht bald los. Noch bin ich guter Dinge. Und wenn wir es im Kasten haben, läuft alles. Wir ziehen uns gleich aus und jagen nackt Eichhörnchen. Sind die Chancen besser, wenn man nackt ist, oder was? Ja. Das schreckt die Eichhörnchen weniger. So, Achtung, der Zug fährt ein! Nee, deswegen, der Satz ist auch, der kommt so blöd, weil es nichts zu. Nee, kannst du sogar noch ein bisschen länger warten. Das wird dann besser. Genau, der Satz ist blöd und nimm aber auch so. Danke. Danke aus! Nein! Auch mal den Mann hinter der Kamera kennenlernen. Du kannst ja mal versuchen, was passiert, wenn du das Lenkrad drehst. Gib mir doch mal das Ding, ich steuere. Nee, wirklich, ich weiß nicht. Hier und da? Ja. Tu es. Wir springen uns alle in die Luft. Du kannst mich auch drehen. Also das musst du fahren machen. Dreh mich wieder hoch und dann kannst du... Währenddessen soll ich dich hier so... Läuft. Kamera. Läuft. Schlussklappe. 7, 8, die erste.